So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Bus Simulator 18. Bisschen habe ich noch Offscreen gemacht. Jetzt hat jede Strecke hier ein Fahrer und ein Bus. Bisschen Geld, ja, naja. Und Level 12. Das heißt, worauf ich im Moment gerade spare, ist nämlich der Citaro G Mercedes, ein Gelenkbus. Kostet aber 420.000. Da müssen wir natürlich noch unsere Sachen hier machen und fahren. Die kennen wir natürlich schon so ein bisschen, die Haltestellen, aber das können wir gleich mal machen. Dann schalten wir mit dem Hafen frei und so. Ja, meine Busse. Welche habt ihr denn noch nicht gesehen? Warte mal. Kennen wir ja alles. Das war ja der. Und dann habe ich jetzt... Das war der. Ach, mit Werbung habe ich euch den offscreen... Habe ich ja auch offscreen gemacht. Und den hier, der ist auch so ein bisschen... Türkei-mäßig. Naja. So, dann machen wir jetzt mal hier eine Strecke. Maximal 10 Haltestellen. Muss wir den Hauptbahnhof beinhalten. Oakville, Siegwalden und Schoberg bei uns. Also hier oben lang, da lang. Dann fangen wir dann mal beim... Ah, oh, weiß auch nicht. Fangen wir vielleicht mal Oakville an. Oakville und Siegwalden. Wir müssen mal gucken. Das ist dann die Oakstraße. Das gehört auch zu Oak. Okay, nee, dann fangen wir hier an. Das gehört nämlich auch. Altes Sägewerk, Oakstraße. Dann haben wir da schon mal mindestens zwei. Siegwalden, sagen wir auch mindestens zwei. Machen wir das hier. Und Siegwalden selber. Dann Schoberg Grounds, mindestens zwei. Ja, Flusspromenade fahren wir hier runter. Arbeitergasse und dann fahren wir, glaube ich, wieder zum Hauptbahnhof. Ja. Halb voll. Was bedeutet das? 50% aller Bushaltestelle mit deinem Streckennetz. Hab ich hier irgendwas gar nicht gefahren? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die halben haben wir jetzt voll. Die müssen wir dann gleich nochmal fahren, aber ich würde... Ach, dann muss ich ja die Leute wieder abziehen. Das machen wir auch nochmal gleich. Ich erstelle nochmal noch eine Strecke. Hauptbahnhof, Schoberg Grounds, Speichen. Okay. Okay. Speichen 2. Ostspeiche. Westspeiche. Fahren wir hier runter. Wir können natürlich auch hier fahren, glaube ich. Aber ich lasse das jetzt einfach mal. Fischground, Schienenlegerstraße vielleicht. Keine Ahnung. Wäre immer dasselbe, ne? Na, ist egal. Oder? Ich weiß auch nicht. Ich würde ja gerne die Dame fahren, aber das geht da jetzt auch nicht. Wenn ich hier fahren, dann da fahren. Achso, das geht doch, ne? Ja, machen wir so. Fischgorn, Schienenlegerstraße. Hauptbahnhof ist ja egal welcher. Wir können ja auch diesen hier nehmen, ne? Glaube ich. Maximal 7. Wir haben ja jetzt nur 5, aber ist egal. Und bei den anderen haben wir maximal 10. Das ist auch richtig, ne? Nochmal, ob das alles gut ist. Eine, ja, haben wir da. Zwei haben wir davon. Müsste eigentlich alles so passen. So, dann müssen wir aber wieder welche abziehen. Da muss ich hier leider... die abziehen. Und hier auch. Ach nee, aber dann... Ich weiß nicht, wie das denn da ist. Ah.
So. Jetzt haben die ja keine, ne? Aber da ich ein bisschen Angst habe, muss ich jetzt alles ein bisschen witz. Steineck ist. Haben wir, hat damit nichts. Oder habt doch was damit zu tun gehabt? Ja, auch. Oh. Naja. Dann mache ich die hier weg. Ich will das alles noch wieder richtig haben. Ich ordne das vielleicht nochmal oder so. Ich habe keine Ahnung. Dann machen wir die dahin. Kommt schon bald durcheinander hier. Zack. Da wäre das jetzt gar nicht notwendig gewesen, logisch. Haben die beiden nichts, aber ist erstmal egal. Dann fahren wir mal diese Strecke hier. Altes Sägewerk zum Hauptbahnhof. Haben wir den schon gefahren hier? Ich weiß nicht, oder ob ich ihn aufscreen, dann fahre ich erstmal den. Zack. Gott, nochmal wieder eine andere Wetter- und Tageszeit. Hätten wir mal wieder anders machen können, aber naja. Irgendwie kann man hier auch Radio machen und es gibt auch dieses Action-Menü. Mit T. Ist da das Radio auch drin? Ich weiß es nicht. Kann man hier alles Mögliche machen, aber. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, Radio, kann das sein. Ich weiß es nicht so. Das Ding ist, ich fahre ja meistens eher in der Außenansicht. Sonst immer ein Unfallbau oder so. Ich finde die von außen auch schöner, die Piste. Keine Ahnung. Ich bin eher so der Außentyp. Wisst ihr noch, wo wir das alte Sägewerk besucht haben? Man kann ja auch ziemlich durch die Pampa fahren und so. Also wir können nochmal ein bisschen Quatsch machen. Machen wir schon. Das Wetter einfach. Ist einfach wundervoll. Danke. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das ist total. Was ist denn das denn? Ich hätte keinen Unfall gemacht. Verstanden, habe ich jetzt nicht verstanden. Ich muss am Ende nochmal gucken, was da steht. Und so? Keine Ahnung. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Bis 50, Achtung, bitte der Bremse nicht so stark runter. Ich bin wieder geblitzt. Am besten immer spät reinblinken, habe ich festgestellt. So. Eine Fahrt. Die Haltestellen, so, die kennen wir ja natürlich schon hier. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die alles aus. Die haben ja echt mal. Danke. Ja, noch jemand? Du, so einsteigen da hinten. Wo ist die Fahrkarte? Na klar. Na klar, hier. Hier. Ein bisschen die Musik. Yeah. Gerade war, glaube ich, zu Ende. Hier muss ich raus. Hier bestimmt nicht. Hier ist kein Halt. Hier war richtig Gas, ne? Christina! So,
am besten immer drauf achten, wenn wieder 50 angezeigt wird. Weil dann bremst er zwar runter, bremst aber nicht schlagartig auf 50. Und deswegen wirst du vielleicht manchmal geblitzt. Wir haben die eine Folge auch gelernt. Eigene Leibe. Das ist nicht so heute 50. Aber gut, hier. Ja, kommt man eh von der Kurve wahrscheinlich. Genau, pünktlich. Hoffentlich nicht wieder GEMA-Probleme oder weltweit gesperrt oder so. Was ist denn an dieser Musik jetzt wieder? Ich verdiene keinen Cent dran, ich schalte keine Werbung auf YouTube. Also bitte, passt auf, was ihr macht. Nein, das ist keine Dose. Kein Grund zu sperren, würde ich sagen. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ich will bei Formel 1 das eine Mal. Da müssen wir mal eine Begründung geben. Ich verstehe das nicht so. So. Ich verdiene an diesem Channel keinen Cent. Ich habe auch keine Rechte, kein Urheberrecht. Ich hole einfach nur die Folgen raus. Was macht er da vorne? Hallo? Hast du die letzte Folge? Nein! Nicht spoilern! Ja, mir geht's ja hier nicht weiter. Eingeschlafen. Ja, was ist der Buggy? Die läuft nicht weiter. Dann aber noch so zu fahren. Hier, zwei Busse von mir. Er hat ein Schlaglöcher. Dann fährt ein Zug. Und wieder ein Schlagloch, aber noch ein bisschen ausgewichen. Das konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. Warum macht er den Blinker wieder aus? Ich habe spät geblinkt. Ich verstehe es nicht. Perfekt gepackt. Kann ich bitte eine Buchkarte haben? Danke. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Wieso der Motor? Keine Ahnung, so gut ist es gerade. Fahr. So. Der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. 5000 Folgen? Wie wird es von diesem Spiel wohl nicht gehen? Das kenne ich auch noch nicht hier, glaube ich. Wir sind zumindest noch nicht angefahren. Doch irgendwann eine Bushaltestelle vergessen oder halt die Richtung zumindest nicht. Wir sehen aus. Wir müssen mal eben den Fluss hier. Ich habe mal noch ein bisschen geklopft. Geier ist das für ein Geräusch. Mal gucken, wie man sich zutraut und was man sich zutraut. Wie bei einem Go-Kart. Aber ein Go-Kart, da muss ich irgendwann, wenn ich das wieder fahre, im privaten Bereich, muss ich schneller werden. Meine Schwester war zu schnell. Ein bisschen hat mich das ja gefuchst, aber nicht so, dass es die Welt zusammenbricht. Also, dass ich richtig schlechte Laune kriege, aber es motiviert einen, besser zu werden.
Oh Mist, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Ja, hast du, wenn du noch eine Pizza hast, ist immer gut. Pizza geht immer. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, schon wie Tobi. Danke. So, du, genau. Wollt ihr noch rein, Leute? Nein, du ja. Wie oft wollen sie die Ah, ich weiß, ich hab mich schon gehackt. Augenblicke. Was? Hier, bitte. Wo hab ich denn? Klar. Wo hab ich? Hier, bitte. Gut. Einmal, wo ich hier falsch lang gefahren bin, von der anderen Seite gekommen, kommend. Das ist nicht hier richtig. Letztes Mal hätte ich eine weiter links fahren müssen. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so gehört. Spannend. Langsam wiederholen sich die Dialoge natürlich. Sind sie zwar mehr, aber irgendwann die auch am Ende angelangt ist. Mit den Latein. Danke. Wie hören wir denn auch noch Leute, die so laute Musik hören? Ja? Aber gut, wenn ihr Radio ist, machen die das dann nicht, was in der eh angezeigt. Das ist auch meistens, wenn man nicht gerade an der Bushaltestelle steht. Stelle, glaube ich. Ja, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans so was tun würde. Danke, dass Sie so pünktlich sind. So, hätte ich wieder einen Bus von mir. Das ist immer lustig. Es fahren sich immer mehr Busse hier. Ja. Müllstandard. Das sind mal keine Wertsachen oder so, sondern glaube ich auch eigentlich umliegen können. Und nice Musik, ne? Da fahren wir nochmal in die Firma. Vielleicht auch mal ein bisschen so. Müssen wir, glaube ich, gar nicht blinken. Ein anderes Gefühl, wenn man eine Innenansicht fährt. Aber ich muss immer aufpassen, dass ich mal alles sehe. Ne? Zum Beispiel eine rote Ampel. Ja, zu laut. Ja, ich hätte immer gerne allgemein ein Fenster, wo man schön frische Luft kriegt, aber dann nicht Geräusche, sagen wir mal so Motorgeräusche von draußen oder schreiende Kinder oder keine Ahnung, irgendwelche Viecher, also Insekten. Da müssen wir so einfach nur die frische Luft. Gut, kannst ja drin kannst ja einen Ventilator haben, aber das ist was anderes. Vielleicht auch nicht so ein Durchzug wie auf der Autobahn so, oder mit so richtig Wind im Fenster aufmacht, sondern einfach nur schöne Luft und nicht übertrieben. Aber sowas, wie soll das möglich sein, ne? Wie zum Beispiel macht man das Fenster auf und ist dann zu laut. So. Übrigens habe ich auch mal den realistischen Modus ausprobiert und da muss man hier vielleicht diese Fahrertür, eigentlich das, das hier selber öffnen und mit der Rampe kann man nur öffnen oder muss man G gedrückt halten, wenn die Türen geschlossen sind. Und dann muss man natürlich die Türen wieder öffnen, damit derjenige reinfahren kann und so weiter. Und immer muss man auch hier P, also die Bremse, benutzen. Aber das ist auch weitestgehend, glaube ich, am realistischen Modus.
Viel mehr war da gar nicht. Schlagbohr hier. So, muss auf die Seite, scheiße. Ah, danke da hinten. Stehe aber gerade ein bisschen ungünstig. Ja, noch mit dem. Ah, ein bisschen Innenansicht will ich auch mal fahren. Wir hatten noch ein bisschen Zeit. Komisch mal, wo der Pfeil ist, aber hier. Ja, ich muss hier rum. Ich stehe hier mitten auf der Kreuzung, was man eigentlich nicht machen sollte. Verpisst euch! Nicht richtig. Oh. Schade, das ist immer so. Hier ist es nicht so mit dem Kaffee und sowas. Nicht so detailliert, leider. Dann drücke ich hier das. Das. Und. Habe ich es ausgemacht? Ja. Licht ist noch alles an, aber egal. Da haben wir mal wenigstens so ein bisschen so Bonus. Aber ich hatte tatsächlich eine Kollision und leider ein Schlagloch. Da ja, hilft das auch nicht mehr so viel, leider. Na gut, wir machen aber auch mal unsere schönen Gewinne hier. Route 9, Route 3, 7, 1, 5 und so weiter. Hier natürlich im Moment nicht. Ja, verstehe ich jetzt gar nicht. Aber okay. Obwohl, hier haben wir das jetzt klar. Das haben wir natürlich jetzt geschafft. Müssen wir das noch machen? Die Route haben wir dann auch noch nicht. Gut, man kennt das zwar. Ist auch ähnlich lang. Gut, man kann auch mal rückwärts fahren oder so. Das können wir auch mal in der nächsten Folge machen. Mal sehen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal bei Bus Simulator 18. Bis dahin. Tschüssi.